Ja, geschätzter Herr Kollege von der CSU, es verwundert nicht, dass Sie sich hiernach noch nicht einmal einer Minute aus dem Staub machen wollten. Daraus wird leider nichts, denn ich muss Ihnen Ihren eigenen Parteitagsbeschluss von Anfang dieses Jahres 2022 leider noch mal unter die Nase halten. Darin wollten Sie selber eigentlich nicht, dass diese Kunstsprache, diese Sprache der Eliten, das Gendern in Ihrer Partei und auch in Bayern verwendet wird. Sogar ein Appell an die Bundesregierung sollte dabei sein, das nicht zu tun. Leider kümmern Sie sich in Bayern überhaupt nicht als CSU um die Umsetzung. Im Gegenteil, die Behörden in Bayern verwenden es. Sogar Ihre eigene Fraktion hat es hier zusammen mit den Freien Wählern in einem Gesetzentwurf verwendet. Das heißt, eins ist klar, die Leute im Land wollen es nicht. Es gibt klare Umfragen, dass die Bayern es nicht wollen. Angeblich wollen sie es auch nicht. Es wird aber ihrerseits nichts dagegen getan, diese Sprache der Eliten, diese Kunstsprache, die nur hier in dem Plenarsaal angewendet wird, weil keiner auch von den Grünen unterhält sich so auch nicht zu Hause, hier zu verwenden. Wie erklären Sie diesen Widerspruch? Herr Straub, bitte. Sehr geehrter Professor Hahn, ich bin Ihnen äußerst dankbar, dass Sie den Höhepunkt meines parlamentarischen Daseins nochmal verlängern, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich wollte auch ursprünglich meine komplette Redezeit ausnutzen, mir ist aber einfach nicht mehr eingefallen zu dem Thema, weil Ihr Antrag einfach vollkommen an der Sache vorbeigeht. Es wird, also weder ich rede künstlich noch Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind so gestaltet. Alles andere habe ich ausgeführt. Herzlichen Dank.